Ja, es ist leider jetzt soweit und um wen es geht, wird sich jeder denken können, aber zuerst mal bitte Film ab. Was war denn das? Also mir fallen da aus dem Stegreif drei Verletzungen ein, die man sich dabei holen kann. Allerhöchstes Niveau, das ist Weltklasse. Gensheimer! Wir verneigen uns! Ein Spieler, eine Legende, ein echter Rhein-Neckar-Löwe, unsere drei, Uwe, Uwe, Uwe! Du bist derjenige, der die Löwen verkörpert hat, wie kein anderer in den letzten 12, 13 Jahren. Solltest du wieder zurückkommen, dann ist die Nummer 3 immer für dich reserviert. Wir wünschen dir alles, alles Gute bei deiner neuen Herausforderung in Paris. Vielen Dank, Uwe. Danke. Danke. Wow, also, was ich mir aus... Was ich mir ausgedacht habe, viele Leute haben mich auch vorher schon gefragt, wie ist es, das Spiel? Ich habe immer rumgelabert in der Presse, ja, erst aufs Spiel konzentrieren, aber natürlich ist das der Moment, an den ich schon seit letzten Herbst denke und wie alles für mich werden wird, und es ist noch schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Jahre hier im Verein, ging ich spurlos an einem vorbei, man hat die Bilder gesehen, man hat verschiedene Frisuren gesehen, hat gesehen, dass die Zeit seinen Lauf genommen hat. Der Verein wird mir immer am Herzen liegen, alle Menschen,
Und ich hoffe, dass ich jetzt niemand vergesse. Es ist nicht einfach in so einer Zeit. Der größte Teil steht hier vorne, die Mannschaft, die Leute um die Mannschaft herum. Conny Hoffmann ist, glaube ich, der mit am längsten mit dabei ist. Sven und Sascha. Ja, Conny, die gute Seele, Sven und Sascha von Therapiekomplex, das Physio-Team, mit vorne dabei. So viele Leute um die Mannschaft herum, Bea, Sabine von der Geschäftsstelle, die Geschäftsstelle in Mannheim, die mit so viel Leidenschaft für den Verein arbeiten, so viel dafür geben. Das ist ganz gut, wenn ihr zwischendrin ein bisschen klatscht, dann kann ich wieder Luft holen. Ich bin sehr, sehr dankbar, wir als Spitzensportler sind sehr, sehr dankbar, Lars ist auch mit am Anfang dabei, dass wir so viele tolle, potente Sponsoren haben, die mit viel Leidenschaft dabei sind, die Leute im Aufsichtsrat, die schon so lange dabei sind. Danke, dass wir hier sein können, danke, dass ich hier mein Hobby für ganz, ganz lange Zeit zum Beruf machen konnte und in meiner Heimat auf allerhöchstem Niveau Handball spielen durfte. Danke an Familie und Freunde, die immer für mich da waren, die hier heute auch zahlreich hier in der Halle sind, die immer mich unterstützt haben. Wir haben eben zwei Trainer hier gehabt. Da gibt es noch viele andere, die mich immer unterstützt haben. Danke, ganz, ganz besonderer Dank an meine Frau, die mich immer wieder aufgebaut hat, wenn ich zum 9. Mal vom Final Four ohne Titel gekommen bin. Und ich bin ganz froh, dass sie das hier heute miterleben kann, denn es gibt auch besondere Umstände bei uns. Und ich wurde ganz oft gefragt, was ich am meisten vermissen werde, wenn ich nach Paris gehe. Und das habe ich heute gemerkt, das ist in so einer vollen SAP-Arena zu spielen, mit so wunderbaren Fans im Rücken und so einer geilen Stimmung. Danke! Telling you that I've had it with you and your career, me and the rest of the family here singing, where'd you go?